MyLab hat vor kurzem das Video Gendern wissenschaftlich geprüft hochgeladen. Und bei so einem Titel würde man doch eine sachliche, inhaltliche und vor allem neutrale Aufarbeitung des Themas erwarten, oder? Nun ja, nach dem mehrfachen Ansehen des Videos habe ich einige Sachen festgestellt, die mir sehr negativ aufgefallen sind. Und auch das Fazit, das sie in dem Video zieht, ist einfach nicht logisch stichhaltig. Deswegen heute Gendern wissenschaftlich geprüft, pseudowissenschaftlich analysiert. Das Video beginnt nach einer kurzen Einleitung damit, dass die verschiedenen Arten der Gendersprache aufgelistet und erklärt werden. Starten wir mit den neutralen Formen ohne grammatikalisches Geschlecht wie Lehrende oder Studierende. Allerdings gibt es diese neutrale Form natürlich nicht für alles. Man kann zum Beispiel aus Beamten nicht Beamtende machen. Das Binnen-I, Lehrer und dann Groß-I innen. Eine Art Abkürzung der Paarform, wenn man so will. Sprachlich ist das ein Vorteil. Die Texte werden so nur ein bisschen länger. Allerdings lässt sich das Binnen-I nicht immer so ohne weiteres anwenden. Zum Beispiel im Singular. Da gibt es für den Artikel der oder die ja keine Binnen-I-artige Form. Da muss man also sagen der oder die Lehrerin. Das Binnen-I sei aber inzwischen eh überholt, sagen BefürworterInnen des Gender-Sternchens, wahlweise Gender-Doppelpunkt oder Gender-Gap. Das Problem nur, keine der genannten Formen funktioniert grammatikalisch wirklich konstant. Zum Beispiel das Binnen-I oder Gender-Sternchen, gesprochen mit einer kurzen Pause und einem darauf folgenden Innen am Ende des Wortes. Hier gibt es schon alleine ein Problem im Genitiv. Wenn ich beispielsweise sagen möchte, wegen des Students verzögert sich die Vorlesung, müsste ich gegendert sagen, um potenziell beide Geschlechter anzusprechen, wegen des die Studentins verzögert sich die Vorlesung. Was einerseits grammatikalisch natürlich eine Katastrophe ist, aber auch nicht praktisch umsetzbar und somit nur weiter dazu führen würde, dass das Genitiv in der deutschen Sprache immer weiter ausstirbt. Auch die neutrale Form ist weder grammatikalisch noch logisch schlüssig. Wenn ich zum Beispiel von Studierenden spreche, ist es einfach etwas anderes, als wenn ich von Studenten spreche. Studierenden ist ein Partizip Präsens. Was bedeutet, dass die Personen die Handlung zu diesem Zeitpunkt ausführen? Also Studierende sind diese Personen nur, solange sie studieren. Wenn sie beispielsweise schlafen, sind sie keine Studierenden mehr, sondern Schlafende. Ein Studierendenwohnheim kann es somit per Definition nicht geben, weil darin ja für gewöhnlich nicht studiert wird. Gleiches Beispiel bei Lehrenden. Ein Lehrendenzimmer kann es nicht geben, solange darin nicht gelehrt wird. Und man kann auch Lehrender sein, ohne ein Lehrer zu sein. Das Partizip Präsens ist einfach nicht gleichzusetzen mit einer Berufsbezeichnung. Und das mal ganz abgesehen davon, dass man diesen Grammatikschwurbel nicht mit jedem Wort umsetzen kann. Meine daraus resultierende Entscheidung ist, dass ich ganz einfach nicht gender. Wenn man sich jetzt allerdings dafür einsetzen möchte, dass Frauen in der Sprache mehr wahrgenommen werden, sollte man ganz einfach aufhören, die weibliche Berufsbezeichnung zu verwenden. Nicht aus dem Grund, dass Frauen zurück in die Küche gehören, was auch eine legitime Forderung ist. In diesem Fall müsste man sich nur dafür einsetzen, dass man auch im Singular grundsätzlich immer das generische Maskulinum verwendet. Also eine Frau, die Bäcker ist, ist auch ganz einfach Bäcker, eine Frau, die Lehrer ist, ist auch ganz einfach Lehrer und eine Frau, die studiert, ist halt Student. Wenn man dann von einer Gruppe an Studenten spricht, würde absolut niemand mehr nur an Männer denken, da mit dem Wort Studenten sowohl Männer, Frauen, Non-Binary als auch Füchse angesprochen werden. Das Lustige ist ja auch, dass es einige Worte gibt, die eingedeutscht wurden, für die es gar keine weibliche Form gibt, wie zum Beispiel Model. Man kann hier vielleicht per Adjektiv männlich oder weiblich hinzufügen, sofern das nötig ist. Aber an sich ist es kein Problem, wenn man für Worte keine explizit weibliche Form hat. Das wäre soweit eine Form der gendergerechten Sprache, die wirklich konsequent funktionieren könnte und auch grammatikalisch korrekt wäre. Alicia Cho hat dazu auch schon mal ein sehr gutes Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Aber machen wir jetzt mal weiter mit dem Video von MyLab und einer sehr interessanten Sache, die gleich im Anschluss noch gesagt wurde. Hinzu kommt aber, dass es beim Gender-Sternchen und den Varianten ja nicht nur um Sprache geht, sondern auch um Haltung, um Weltanschauung. Wenn man sprachlich deutlich machen möchte, dass es mehr als nur Mann und Frau gibt, muss man natürlich erstmal anerkennen, dass es mehr als nur Mann und Frau gibt. Und genau das muss man auch erstmal akzeptieren. Gendern ist ein politisches Dog Whistle. Also ein Zeichen, um anderen zu signalisieren, welche politische Gesinnung oder Haltung man hat. Was auch erstmal vollkommen okay ist.
Im privaten Bereich darf jede Person gendern und so viel ihre Haltung präsentieren, wie sie möchte. Allerdings finde ich schon, dass, wenn man diese Erkenntnis hat, zum Beispiel Gendern in den Öffentlich-Rechtlichen sehr kritisch zu sehen ist. Denn wenn beispielsweise Moderatoren anfangen, ihre eigene politische Haltung über solche Zeichen in Texte einzubauen, hat das ja nichts mehr mit Neutralität zu tun. Und ich weiß auch nicht, warum man ihnen dafür eine Plattform geben sollte. Aber fangen wir jetzt endlich mal mit der Wissenschaft an. Fangen wir doch erstmal mit dieser Studie von 2010 an. Ihr wisst Bescheid, bei Studien ist es sehr wichtig, sich nicht einfach nur die Ergebnisse anzuschauen, sondern immer auch die Methoden. Also wie kam man zu den Ergebnissen, was genau wurde gemacht? Hier wurden rund 200 Versuchspersonen zufällig in drei Gruppen geteilt. Alle drei Gruppen bekamen denselben Nachrichtentext vorgelegt. Nur die Pluralpersonenbezeichnungen waren von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Gruppe 1 bekam nur generisch maskuline Formen zu lesen. Gruppe 2 bekam eine Mischung aus Binnen-I und neutralen Formen. Gruppe 3 bekam eine Mischung aus Paarformen und neutralen Formen. Anschließend sollten alle Versuchspersonen Angaben zur Lesbarkeit machen. Zusätzlich wurde die Zeit gestoppt, um die Lesezeit pro Zeichen zu messen. Warte mal, was? Die Lesezeit pro Zeichen. Ah, pro Zeichen also. Guck mal, das hier ist meine neue Form des Genderns, bei der man einfach 50 i in das Wort reinpackt. Und eine Studie hat ergeben, dass sich die Lesezeit pro Zeichen dadurch drastisch verkürzt. Ich meine ganz ehrlich, was soll denn die Aussagekraft von solch einer Studie sein? Man hat ja beim Gender nicht das Problem, dass man plötzlich pro Buchstaben länger zum Lesen braucht, sondern dass es viel mehr Buchstaben sind, die dazu führen, dass man länger zum Lesen braucht. Das jetzt auf die Buchstaben runterzurechnen, ist doch ganz einfach nur irreführend. Um das irgendwie aussagekräftig zu machen, müsste man ja wenn dann die Zeit pro Text stoppen. Als nächstes wird noch die subjektive Auswertung gezeigt, die so hier aussieht. Aber es wird glücklicherweise noch im Video eingeräumt, dass bei dieser Größe an Studie noch nicht davon auszugehen ist, dass das die Gesellschaft repräsentiert. By the way, falls ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo für den Algorithmus da. Abonniert auch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. In dem Video von MyLab folgen weitere Studien. Vielleicht sind die ja besser. Deswegen schauen wir uns mal dazu diese Studie von 2021 an. Hier wurden zwei Experimente durchgeführt. Experiment 1. Versuchspersonen bekamen eine Spielanleitung für das Kartenspiel Citadels vorgelegt, und zwar in einer von zwei Varianten. Variante A mit durchgehend generischem Maskulinum und Variante B mit konsequentem Gendern mit Sternchen. Was sehen wir hier wieder auf den ersten Blick? Die Unterschiede zwischen generischem Maskulinum und Gendersternchen sind auch hier wieder klein im Vergleich zu den Fehlerballen. Was aber überrascht, die Bewertung fiel in den beiden Kategorien positiver für das Gendersternchen aus. Wo halt mal wieder das Problem ist, dass dank der geringen Anzahl an Teilnehmern und der wahrscheinlich nicht objektiven Auswahl der Teilnehmer das keinen sauberen Schnitt der Gesellschaft darstellt. Und um jetzt mal hier ein Gegenbeispiel zu nennen, da alle Studien, die Mai in ihrem Video eingeblendet hat, ja eher neutral bis positiv ausgefallen sind. 2019 gab es eine Studie mit 325 Probanden, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die gegenderte Version signifikant schwerer und weniger ästhetisch zum Lesen ist. Natürlich ist das jetzt auch keine super große Studie oder der wissenschaftliche Konsens deswegen. Aber es gibt durchaus auch kleinere Studien, die zu einem gegenteiligen Ergebnis gekommen sind, die man auch nicht vernachlässigen sollte bei solch einem Video. Mit der Lesezeit sind wir jetzt erstmal fertig. Weiter geht es mit dem Thema, ob Gendern denn dazu führt, dass nicht männliche Personen in der Sprache stärker wahrgenommen werden. Ja, und zwar mit einer Methode, die ich jetzt einfach mal die Zweisatzmethode nenne. Denn man kriegt zwei Sätze vorgelegt und muss beurteilen, passen die beiden Sätze zusammen? Ist der zweite Satz eine mögliche Fortsetzung des ersten Satzes? Wenn man beim ersten Satz eher an Männer denkt, beim zweiten Satz aber von Frauen die Rede ist, gerät man ins Stocken oder braucht länger, um Ja zu klicken, oder klickt sogar fälschlicherweise Nein. Eine falsche Nein-Antwort oder ein längeres Zögern, eine längere Reaktionszeit zeigt also, dass man beim ersten Satz eher nicht an Frauen gedacht hat. Deswegen wurde die Studie mit deutsch-, französisch- und englischsprachigen Versuchspersonen durchgeführt. Das Spannende war nun, dass die Leute im Deutschen und Französischen, wo es das generische Maskulinum gibt, generell eher an Männer dachten, selbst bei stereotypisch weiblichen Gruppen, wie zum Beispiel Sozialarbeiter oder Kassierer. Ein Gegenbeispiel wäre für mich persönlich hier das Wort Erzieher. Ich denke dabei eher an Frauen, ganz einfach aus dem Grund, dass 92% der Erzieher in Deutschland weiblich sind. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich die weiblichen Berufsbezeichnungen nie wirklich so gelernt und genutzt habe.
Also schreibt mal in die Kommentare, denkt ihr bei dem Wort Erzieher eher an Männer oder eher an Frauen? Meine Lösung, um diesen Unterschied zu minimieren, wäre es immer noch, Personen auch im Singular mit dem generischen Maskulinum anzusprechen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Sie zeigt daraufhin noch eine weitere, sehr viel größere Studie mit der gleichen Methode, die zum Ergebnis kam, dass Menschen bei der generisch-maskulinen Form häufiger an Männer dachten, bei der weiblichen Form häufiger an Frauen und bei der gegenderten Form auch häufiger an Frauen. Wo das Grundproblem halt schon damit anfängt, dass man Menschen gesagt hat, dass die männliche Form nicht auch für Frauen stehen kann. Nach diesem Thema kommen wir aber auch endlich mal zum Fazit vom Video. Ich wäge immer je nach Kontext ab. Am Ende entscheide ich mich auch öfter mal fürs generische Maskulinum. Für mich ist es auch okay. Ich finde es okay, nicht konsequent zu gendern. Ich finde es ja sogar ganz cool, wenn es keine pauschalen festen Regeln gibt, sondern dass man eher so einen sprachlichen Werkzeugkasten hat, den man je nach Kontext ganz speziell einsetzen kann, sei es um zum Beispiel bewusst diverse Geschlechter sichtbar zu machen oder auch mal bewusst darauf zu verzichten für Barrierefreiheit oder eine einfachere Sprache oder was weiß ich. Für mich ist das alles nicht schwarz-weiß. Und auch wenn das erstmal schön und entspannt klingt, praktisch funktionieren kann es eigentlich nicht. Denn wenn ich Gruppen, die Männer und Frauen enthalten, immer normalerweise gendere, aber dann manchmal das generische Maskulinum verwende, wird das zwangsläufig logischerweise dazu führen, dass man in diesem Fall dann denkt, dass ich explizit nur Männer anspreche. Das ist einfach nur eine logische Folge daraus. Und ja, irgendwo brauchen wir einfach eine einheitliche Sprache mit Regeln, an die wir uns halten, damit wir uns gegenseitig verstehen können. Im privaten Bereich ist es erstmal auch kein Problem, wenn man diese Regeln bricht. Man muss halt dann damit leben, dass einen manche Leute nicht verstehen werden. Etwas anderes ist es jedoch bei offiziellen Schriftsätzen, bei Behörden zum Beispiel, wo wir auch schon beim nächsten Thema sind, das in diesem Video ja noch angesprochen wird, nämlich das Genderverbot in Bayern. Was ich aber sicher sagen kann, ein Genderverbot, zum Beispiel an bayerischen Schulen, finde ich höchst ironisch. Bei uns soll man anziehen, was man will, bei uns soll man essen, was man will, bei uns soll man sagen, was man will, liebe Freunde. Freistaat und nicht Zwangsstaat. Keine Sanktionen, Sprache ist frei. Also, wenn man Markus Söder und seine Haltung nicht kennen würde, würde man ja basierend auf diesen Aussagen meinen, er wäre gegen ein Genderverbot. Also keine Sanktionen, Sprache ist frei. Das würde ich ja direkt so unterschreiben, wenn das bedeuten würde, Gendern wird weder erzwungen noch verboten. Und jetzt ist es erstmal vollkommen egal, wie ihr zu dieser Genderregelung in Bayern eingestellt seid. Das ist schlichtweg geframed und falsch dargestellt. In Bayern gibt es keine Regelung, die sagt, dass man nicht gendern darf. Im privaten Bereich oder in gesprochener Sprache. Es existiert einfach nicht. Es existiert lediglich die Regelung, dass an Behörden, Schulen und anderen Einrichtungen in Schriftsätzen keine Gendersprache vorkommen darf. Was natürlich auch erstmal ein strittiger Punkt ist. Man kann der Meinung sein, dass das den Beamten oder Mitarbeitern selbst überlassen sein sollte, ob sie in diesen Schriftsätzen gendern oder nicht. Aber daraus jetzt ein Sprachverbot zu konstruieren, ist einfach faktisch nicht richtig und stellt die Debatte auch falsch dar. Schreibt eure Meinung zum gesamten Thema gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.